Der Doppelpass, jahrelang ein Wahlkampfthema. Wegen der Ibiza-Affäre und dem Ausscheiden der FPÖ aus der Regierung in Österreich ist er aber vorerst vom Tisch. Sehr zum Bedauern des Südtirol-Sprechers der FPÖ, Werner Neubauer. Er gibt nach 13 Jahren sein Amt ab. Heute bei seinem Abschiedsbesuch in Bozen ließ Werner Neubauer seinen Einsatz für Südtirol Revue passieren. Sein Hauptanliegen, die Umsetzung der österreichischen Staatsbürgerschaft für Südtiroler, wäre unter Schwarz-Blau zum Greifen nah gewesen. Doch dann kam die Ibiza-Affäre, die schlussendlich zum Aus der ÖVP-FPÖ-Regierung führte. Wenn die Freiheitlichen wiederum in eine Regierung kommen sollten, wird das Thema der doppelten Staatsbürgerschaft ihren Niederschlag in einem Regierungsprogramm wiederfinden. In 10 Punkten listete Neubauer seinen vielseitigen Einsatz für Südtirol auf. Kritik gab es für die aktuelle Landesregierung, die endlich wieder Themen nach Wien bringen müsse. Überhaupt sei die Kommunikation im überparteilichen Südtiroler Unterausschuss gerade auf dem Tiefpunkt. Dann wird die Frage gestellt werden, ob es gerechtfertigt ist, einen Südtirol-Unterausschuss überhaupt zu haben oder ob man den einstellt und dann eigentlich die Themen Südtirols im Außenpolitischen Ausschuss mit berät, was ich sehr bedauern würde. Der Obmann der Südtiroler Freiheitlichen, Andreas Leiter-Reber, bedankte sich heute bei Neubauer für die 13-jährige Zusammenarbeit. Nach der Nationalratswahl könnte ein Tiroler das Amt des FPÖ-Südtirol-Sprechers übernehmen.